Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Buchstabensuppe. Heute wollen wir uns mit dem Thema Diskriminierung beschäftigen. Das Wort hast du bestimmt schon mal gehört, aber was bedeutet der Begriff überhaupt und welche Formen und welche Ebenen von Diskriminierung gibt es? Das wollen wir in dieser Folge klären und auch erzählen, was du gegen Diskriminierung tun kannst. Wenn es dir passiert, aber auch wenn es anderen passiert. Diskriminierung ist ein sehr großes Thema. Deswegen haben wir beschlossen, diese Folge in zwei Videos zu teilen. Der zweite Teil kommt noch diesen Monat. Manchmal müssen wir in dieser Folge auch Sachen weglassen. Wenn du aber dieses Symbol siehst, gibt es dazu mehr Informationen in einer anderen Folge oder in der Infobox. Was ist Diskriminierung? Diskriminierungen sind ungerechtfertigte Äußerungen oder Handlungen, die Menschen einer bestimmten sozialen Gruppe herabsetzen oder benachteiligen. Das heißt, Menschen werden in bestimmte Kategorien, beispielsweise Geschlechter, eingeteilt und mindestens eine der Gruppen davon erhält beispielsweise weniger Rechte. Bei Geschlecht sind das zum Beispiel alle Menschen, die keine Männer sind. In unserer Gesellschaft sind wir uns eigentlich einig darüber, dass Diskriminierung ungerecht ist und unserem Grundgesetz und den Menschenrechten widerspricht. Gleichzeitig vertreten viele Menschen Meinungen und Ansichten, die beispielsweise gegenüber bisexuellen Menschen oder flüchtigen Menschen diskriminierend sind. Und auch wenn in der Politik und in manchen aktivistischen Gruppen viel über Diskriminierung gesprochen wird, interessiert die meisten Menschen das Thema eher weniger. Schon im 18. Jahrhundert, als die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verfasst wurden, wurde darin festgehalten, dass alle Menschen frei und gleich sind, was bedeutet, dass eigentlich kein Mensch diskriminiert werden durfte. Aber es dauerte noch bis 1948, also bis zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg, bis die Staaten der Welt sich darauf einigten, dass kein Mensch aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Überzeugung, nationaler und sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder anderen Kategorien diskriminiert werden darf. Aber beides Mal waren nicht alle Menschen mitgemeint. Die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 1789 bezog sich in ihrer Anwendung beispielsweise nur auf Männer. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776 nur auf Menschen mit weißer Hautfarbe, auch wenn das eigentlich so in den Dokumenten nicht stand. Die Menschenrechte sind vor allem das Recht darauf, nicht diskriminiert zu werden. Dies steht auch in allen wichtigen Menschenrechtserklärungen an erster Stelle. In Deutschland haben zum Beispiel 77,5% der schwulen und lesbischen Menschen Diskriminierung erlebt. Unter anderem in Form von Beleidigungen, sexueller Belästigung oder körperlicher Gewalt. Welche Diskriminierungsformen gibt es? Einige Diskriminierungsformen sind sehr bekannt, andere überhaupt nicht. Es existiert auch kein fertiger Katalog von allen Diskriminierungsformen. Wir stellen deswegen hier ein paar bekannte und unbekannte vor. Das sind aber lange nicht alle. Diskriminierungsformen zeichnen sich dadurch aus, dass die Menschheit in zwei Gruppen geteilt wird, bei der die eine Gruppe die Macht hat und die andere nicht. Die Gruppe mit der Macht nennt X privilegiert, die ohne Macht werden marginalisiert genannt. Diskriminieren kann X also nur, wenn X auch Teil der privilegierten Gruppe ist. Sonst hat X nur Vorurteile gegen die andere Gruppe. Rassismus wird die Diskriminierungsform genannt, bei der Menschen mit nicht weißer Hautfarbe abgewertet werden. Unter dem Begriff wird aber auch die Abwertung von MuslimInnen und JüdInnen gefasst, sowie Vorurteile und Gewalt gegenüber geflüchteten Menschen. Die privilegierte Gruppe sind also weiße Menschen und Menschen, die aus mehrheitlich christlichen Ländern kommen. Die marginalisierte Gruppe sind Menschen of Color und JüdInnen, MuslimInnen, geflüchtete Menschen und Menschen, die aus Ländern der sogenannten Dritten Welt stammen. Eine weitere bekannte Diskriminierungsform ist Sexismus, also die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts einer Person, aber auch die Vorurteile und Stereotypen, die diese Diskriminierungsform begünstigen. Von Sexismus betroffen sind vor allem Frauen und andere Menschen, die keine Männer sind. Männer sind die von Sexismus privilegierte Gruppe. Klassismus bezeichnet die Unterdrückung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Privilegiert sind hier Menschen aus der Ober- und Mittelschicht, marginalisiert die Menschen aus der Unterschicht. Ein klassistisches Vorurteil ist beispielsweise, dass alle Kinder von Familien der Unterschicht Kevin, Chantal oder Jacqueline heißen und auf die Hauptschule gehen. Oder dass alle Hartz-IV-EmpfängerInnen faul sind und den ganzen Tag über Fernsehen schauen und dem Staat auf der Tasche liegen, statt zu arbeiten.
Wenn es um die Diskriminierung von schwulen, lesbischen oder bisexuellen Menschen geht, wird oft von Homophobie gesprochen. Wir sprechen lieber von Homofeindlichkeit und von Transfeindlichkeit, wenn es um transsexuelle, transgender oder transidente Personen geht. Privilegiert sind hier Menschen, die heterosexuell und oder cissexuell sind. Cissexuell sind Menschen, deren Geschlecht, dem sie bei der Geburt zugewiesen wurden, auch mit ihrem gefühlten Geschlecht übereinstimmt. Manche Menschen sind von mehreren Diskriminierungsformen auf einmal betroffen. Beispielsweise ist ein bisexuelles Mädchen aus der Unterschicht von Homofeindlichkeit, Sexismus und Klassismus betroffen und ein flüchtiger Mann, der im Rollstuhl sitzt, von Rassismus und Behindertenfeindlichkeit, die im Englischen Ableismus heißt. Diese Überkreuzung von verschiedenen Diskriminierungsformen nennt sich Intersektionalität. Das kannst du dir vielleicht herleiten aus dem englischen Wort für Kreuzung, Intersection. Verschiedene Diskriminierungsformen wirken also zusammen und multiplizieren sich, sodass die gesellschaftliche Stellung der betroffenen Person noch weiter sinkt. Eine muslimische Frau ist damit nicht nur von Sexismus und Islamfeindlichkeit betroffen, die beiden Diskriminierungsformen wirken auch zusammen, sodass wir beispielsweise davon ausgehen, dass eine Frau mit Kopftuch ihr Leben überhaupt nicht selbst bestimmt, sondern dass sie immer von Männern in ihrem Leben fremdgesteuert wird. Das war's für dieses Mal mit dem ersten Teil. Bis bald zum zweiten Teil zum Thema Diskriminierung. Dann mit den Fragen, welche Ebenen der Diskriminierung gibt es und was kann ich tun, wenn ich diskriminiert werde?